Ich wurde darauf angesprochen, warum ich denn Guilds of Ravnica Standard Showdown Booster nicht gezeigt habe bisher. Das hole ich jetzt nach. Tatsächlich habe ich einfach vollkommen vergessen, dass es dieses in Guilds of Ravnica auch gab. Und ja, schauen wir mal an, was wir haben. Wie immer bei diesen Standard Showdown Boostern, die Videos gehen schnell, sind ja nur 4 Bukaten drin. Und die haben direkt eine wunderschöne, coole Karte. Die Schalei. Voice of Plenty, 4x3/4 fliegend und Planeswalker, die ihr kontrolliert und andere Kreaturen, die ihr kontrolliert, können nicht zu Hexproof, also können nicht zu Verzauberfähigkeiten sein, die ihr Gegner kontrolliert. Für 6 Mana könnt ihr auf jede Kreatur eine +1/+1 Marke legen. Wunderschöne Karte. Unglaublich stark. Dann haben wir Dire Fleet, Legacy, Legacy. Death in Texas, geil. Dire Fleet, Daredevil, 2x2/1 Erstschlag. Und wenn er ins Spielfeld kommt, exiliert ihr eine Instant oder Sorcery aus dem gegnerischen Graveyard und könnt ihr sie spielen, als ob sie Flashback hätte. Also ihr könnt sie mit Flashback spielen, ihr dürft auch mal eine beliebige Farbe ausgeben für die Karte. Danach wird sie exiled, richtig starkes Teil. Und eine Ebene, oh, das ist ja hier richtig nice. Eine Ebene, die ist wunderschön. Die ist echt wunderschön. Und Mirror Image, 3 Mana, wenn es ins Spielfeld kommt, dann kommt es als Kopie von einer Kreatur ins Spiel. 3 Mana 0/0. Wenn ich mir überlege, es gab jahrelang den Klon. Und der Klon war 4 Mana 0/0. Also 4 Mana Copy-Type-Creature. Das zeigt einfach den Power-Creep, den wir mittlerweile in Magic haben. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber sonst, ich bin zufrieden. Das ist tatsächlich ein ganz cooles Booster. Ich mag den Dire Fleet, ich mag die Schalei. Ebene sind immer schön. Und das Mirror Image ist halt, ja. Das Mirror Image zeigt ganz gut, was mittlerweile im Magic nicht mehr stimmt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Augenblick seht. Ciao, ciao.